Hallo und wieder herzlich willkommen zu Dragon Age Origins. Wir sind wieder mal Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und ja, einen Toten unterbrochen worden. Auf den Weg, um weitere Verbündete zu finden. Und ich denke, wir begeben uns jetzt einfach mal zu den Zwergen. Passend zum Kinofilm Schneewittchen. So. Jetzt gucken wir mal hier, was haben wir denn noch so alles? Ja, wir könnten natürlich auch Flemmet ein paar auf die Nuss zünden, aber ich weiß nicht, ob wir das überleben. Ja, okay. Wir gehen zuerst zu Flemmet. Weil Morrigan uns ja gebeten hat, dir zu helfen, weil Flemmet ja ihren Körper übernehmen will. Zumindest behauptet Morrigan das. Ob das so wirklich der Wahrheit entspricht, ist jetzt wieder mal fraglich. Wir werden mal wieder überfallen. Wie könnte es auch anders sein? Ih, was ist das denn? Ja, nee, ist klar. Ihr habt Fedeivel hoch 10. So, erst das Spiel mal hier mit den hässlichen Hunden. Win, du klopfst mal diesem hässlichen Mistbären oder was auch immer das sein soll, diesem Tzatziki-Vieh. Pau auf die Nussini. Diana macht Schlitzi-Schlitzi. Und Hundi, du schnappst dir den, wenn ich bitten darf. Ich Und erwarte ich kümmere eure mich mit Befehle. um dieses hässliche Vieh. Hässliche Viech da. Fedeivel. Das sieht voll zerfressen aus. Was ist das denn hier, ekliges? Wir sollten eine Kettenrüstung bei sich. Ich glaube, ich spinne. Was, da lebt noch einer? Hups. Ja, naja. Geht's denn hier? Ach, hier geht's weiter. Eieieiei. Kann man nicht einmal seinen Weg ungestört fortsetzen, ohne dass man gleich angegriffen wird von irgendwelchen wahnsinnigen, verrückten Irren, die Langeweile haben? Da steht's ja schon. Tja, ich weiß jetzt nicht, ob wir das überleben. Ich habe Angst. So, jetzt gehe ich mal dahin. Liliana, kannst du das Haus einbrechen? Nein? Schade. Hi, Flemmes. Ihr seid also zurück. Nein. Hat die liebreizende Morrigan also endlich jemanden gefunden, der nach ihrer Pfeife tanzt? Ich bin mir nicht Ihre sicher. Musik ist aber auch verführerisch. Findet ihr nicht? Ja, nein, ich weiß nicht. Boing. Wir kennen euer kleines Geheimnis, Flemmes. Welches denn, wenn ich fragen darf? Dass ihr Falken Was hat benutzt. Morrigan euch erzählt? Welchen perfiden Plan hat sie diesmal ausgebrütet? Tja, sie weiß, wie ihr eure unnatürliche Lebenszeit verlängert. Ohne Zweifel. Aber wisst ihr es auch? Oh, das ist eine uralte Geschichte, die Flemeth schon oft gehört hat und sogar selbst erzählt. Kommen wir gleich zum Ende unserer Mär. Werdet ihr die alte Frau töten, wie Morrigan es will? Oder gibt es eine überraschende Wendung? Mich interessiert die Wahrheit. Die Wahrheit, sagt sie. Als ob es gar nichts wäre. Nein, nein. Die Lüge ist viel besser. Dass es warm ist unter Decken, im Schatten und mit Mutterliebe. Morrigan will mein Zauberbuch. Nehmt es als Trophäe und sagt ihr, ihr hättet mich erschlagen. Nein, das könnt ihr vergessen. Zu schade. Also gut, was dann? Miep. Ihr sterbt jetzt. Diesen Tanz beherrscht die arme Flemeth gut. Mal sehen, ob sie sich noch an die Schritte erinnert. 1, 2, 3, 1, 2, 3 und drehen. Kommt. Was sie will, muss sie sich verdienen. Anders würde ich es nicht wollen. Was zum... Oh, na toll, schon wieder so ein Scheißdrache. Ich sag, Von wegen alte, unschuldige Frau und so, ne? Hier. Sowas von
absolut unwitzig. Flemmes, die ja. Wahnsinnige. Ui. Oh, ätzend. Könnt ihr mich mal bitte hier... Nein, es ist... Ich hab schon mal erwähnt, dass ich Drachen in Dragon Age hasse. Also ich meine, diese großen fetten Drachen. Weil die drehen sich dauernd. Und egal wo du stehst, bei welchem Bein oder wo auch immer, kriegst du immer ein paar auf die Musik. Sehr schön. Komm, Lamo, das hab ich erledigt. Au, blöde Kuh. Wird erledigt. Ich werde es tun. Nein. Zu mir umdrehen, das ist voll ekelig. Au. Darf das mal hier einen Heiltrank, bitte. Braucht ihr Hilfe? Schick mich nur. Liliana, friss mal du bitte auch einen Heiltrank. Los! Melissa, du kannst auch gerne noch mal einen Heiltrank fressen. Ah, falsch. Hier, den da. Hier! Bin dran. Ich will es. Ihr habt schon mal Schaden genommen, oder? Die einfach nur... Verstanden. Hast du ein Problem? Ich glaube eher, dass wir ein Problem haben, Liliana. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Der hat schon wieder Enoki umgenommen, die blöde Mistnuss. Liliana, du bist eine Schurke. Schurken sind nicht der Tank. Das checken sie irgendwie in keinem Spiel. Eine schurkische Schurkenkrankheit. Was, wer hoppt denn jetzt da oben schon wieder rum? Liliana. Blutsplatter. Jawoll. Smash. Bam. Flemmis, das tut mir irgendwie schon fast leid, ne? Flemmis war also ein Drache. Wie ihr meint. Ihr sollt überhaupt nichts glauben, schon gar nicht. Halleluja. Wieso kann man den nicht kirschen? Ich gehe schon. Kabusch. Irgendwie ein bisschen gruselig. Ich meine, hallo? Ich war ein Drache. Ein Drache. So hat sie uns also von der Turmspitze gerettet, von wegen hier Piepmatze und so, ne? Die war ein fetter Drache. Hat die dunkle Blutsprei geflattert und dann, naja. Aber wenn Morrigan das schon so ungefähr wusste, die hätte uns ja auch mal Bescheid sagen können irgendwie. Also es ist schon ein bisschen, warum lebt dann ein Drache in so einem pupsigen Haus? Also sehr merkwürdig. Alles sehr merkwürdig. Wir gehen jetzt erst einmal zurück in unser Lager und berichten Morrigan, dass wir so ein bisschen Flemmis gekillt haben. Aber trotzdem ein bisschen merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Also, Stan mit der Blutdrachenrüstung. Lalalalalala. Ui, ui. Siehst voll bescheuert aus. Dam, dam, dam. Ich muss weg. Hi, Shane.
Was? Was sollen diese schweren Seufzer? Oh, das? Das ist vor allem ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit angesichts der Aufgaben, die es vor sich hat. Es ist nur allzu wahrscheinlich, dass es ebenso wie seine Begleiter als Fleck auf irgendeinem Felsen endet, über den die dunkle Brut trampelt. Diese Tragödie wird mich zu einer einzelnen Träne rühren. Tja, werde denn nicht das Fleck direkt neben uns enden, ha? Huh? Tja, das bezweifle ich. Ich bestehe aus reinem Fels, von der Haut bis in mein Innerstes. Ich könnte zu einem Haufen Staub werden, aber ich werde bestimmt nichts Schmieriges hinterlassen. Das überlasse ich weicheren, matschigeren Dingen wie diesem und seinen Freunden. Was war das? Hat es auch Flügelschläge gehört? Wir müssen wachsam sein. Es könnten Tauben in der Nähe sein. Shade ist dagegen. Shade, du kannst mich mal. You know what I mean? Morgen, ich habe so ein bisschen Flemmes umgenockt. Ich erwarte euren Befehl. Ja. Halt, ich habe ja was gelootet. Fällt mir da ein. Swoosh. Also, wo ist es denn jetzt, dieses dämliche Zauberbuch hier schon wieder? Flemmes Zauberbuch. Nein, der Hund wird es garantiert nicht. So, Morrigan, du kriegst aber jetzt erst einmal das Ding da an. Beschränkungen Morrigan. Ah, verstehe. Jetzt hat sie wieder ihr Nucky Die Outfit an. Severin, ich habe keinen Hut für dich. Wayne. So, bla bla bitte, Flemmes Zauberbuch, bitteschön. Ah, Mutters echtes Zauberbuch, jo. Nicht wahr? Es freut mich, dass ihr es doch noch gefunden habt. Danke fürs Zurückbringen. Null Problemo. Ich werde umgehend darin lesen und die darin verborgene Macht ganz freisetzen. Das war alles, was du uns zu sagen hast? Ich erwarte euren Befehl. Nope. Braucht ihr etwas, meine Liebe? Ich habe vom Erz immer geträumt. Ja, oh mein ich Gott. Auch. Und am Ende hatte ich das Gefühl, dass er uns gesehen hat. Oh mein Gott. Uns er hat gespürt mich beobachtet, Alistair, als wir nackt waren. Wie auch immer ihr das nennen wollt. Es kann aber auch nur meine Einbildungskraft gewesen sein. Was meint ihr? Ich glaube, der Erzdämon muss sterben. Und zwar bald. Dass wir besonders vorsichtig vorgehen müssen. Bla. Ich dachte, wir wären bereits besonders vorsichtig. Heißt das, wir müssen jetzt besonders vorsichtig sein? Na toll. Und da genieße ich mein Schläfchen. Aber wenigstens ist jetzt eines klar, nicht wahr? Ganz offiziell. Es das ist eine Verderbnis. Als wir in Ostager gelandet sind. Kabusch. Auf zu den Zwergen, auf zu den Zwergen. Alice, also siehst du bescheuert aus mit dem Kleid? Ja. Mhm.
er denn da mit? Golem Joe und... Ja. Vin. Ja. Morrigan. Pferdefeder! Unbedingt. Dann nehmen wir ausnahmsweise Morrigan mit. Und wir gehen zu den Zwergen. Es ist noch weit. Nein, es ist nicht mehr weit. Es ist noch weit. Nein, es ist nicht mehr weit. Es ist noch weit. Ja, noch sehr weit. Gebusch. Willkommen im Frostgipfelgebirge. Wenn Sie noch keine Frostbeulen haben, werden Sie sie hier gratis bekommen. Bitte packen Sie Ihre Golems ein und rüsten Sie sich mit wärmender Unterwäsche aus. Kopfgeldjäger. Was machen die denn da? Vorsicht! Okay. Taryn Logan kann mir mal gepflegt den Buckel runterrutschen, kannst du ihm sagen. Ich werde es. Blöde kleine Magiermistmus. Mehr. Ja, schön. Was willst du denn? Tja, das kommt davon. Der wollte eigentlich ein Abenteurer werden und dann hat er einen Pfeil ins Knie bekommen. Armes Baby. Ich will es tun. Ja, stimmt. Was ist das denn hier überhaupt für ein Outfit, hallo? Ne, Mundumschlag nehme ich gerne mit. Deine komischen Ekelstiefel kannst du behalten, du widerlicher... Ich werde es tun. Die Trolle hat nichts. So. Orsama liegt in dieser Richtung, oder? An einem solchen Ort werden Golems erschaffen, nicht wahr? Vielleicht, Jail. Oberflächenzwerg. Zwielichtiger Gaun. Ganz toll. Hey, du Freak. Was sollten die mächtigen grauen Wächter mit einem Mann wie mir zu schaffen haben? Ja. Ich bin hier, weil du in einem Werbespot mitgespielt hast, du Noob. Oh, worum geht es? Du hast deine Rolle nicht gut gemacht. Du hast Pimmeluff gesagt, als anstatt dem richtigen Wort. You know what I mean? Es ist traurig, mit ansehen zu müssen, wie ein grauer Wächter manipuliert wird. Aber mir fehlt die Zeit, es euch zu erklären. Lasst uns dem grauen Wächter eine Lektion in Vertrauen erteilen, Männer. Ich erteile dir eine Lektion in Schlag niemals eine Frau, du wirst es bereuen. Kacken. Ups. Verdammt, bing, 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 bing. So. Mr. Blackstone. Flüchtlingspupsi-pups. Dass man eigentlich immer erst 3 Jahre warten muss, bis die Typen da mal hier das Loot fallen lassen. Das ist voll nervig. Was ist denn das für ein Freak? Kann ich euch für etwas begeistern? Ich habe die beste Auswahl an gebrauchten Rüstungen und Waffen diesseits von Val Royo. Lasst mich mal sehen, ihr komischer Knautschi-Face. Aber natürlich. Joe. Und vergesst nicht, dass ihr auf jedes Stück... Farins lebenslange 24-Stunden-Garantie bekommt. 24-Stunden-Garantie, ich bin echt beeindruckt. Freak. Kunadi-Schwert. Bitte in der Gänsemarkt. Manchmal frage ich mich schon. Hast du das von Marek's Sohn gehört? Hallo! Der ist irgendein Bastard aus Redcliffe. Sag mal, was kann ich für euch tun? Ich habe eine Nachricht von eurem Meister. Ja. Das dürfte interessant sein. Welch ein Stil! Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker.
Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Ja, viel Spaß. Einen schönen Tag noch. Schinken, Schinken. Oh, ihr wolltet mit mir sprechen? Wahrlich sehr höflich, dass jemand mit so vielen Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Ah ja, lebt ja an der Oberfläche. Jemand muss es ja tun. Der Handel mit anderen Rassen kann ausbleiben. Wir Oberflächler sind die Lebenslinie von Orsamer, auch wenn man uns eine Kaste verweigert. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Ja. War der jemals im Inneren von Orsamer? 2x jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel. Aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Ja, dann danke. Viel Glück. Bäh. Ich hasse Dauerlaberei. Manche NPCs echt die ganze bla bla bla. Was geht denn hier schon wieder? Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Logan, Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsamer kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Ich, bla. Muss dringend mit eurem König sprechen. Wer nicht? Wenn ich nicht rein darf, sollte niemand rein dürfen. Orsamer hat keinen König. Andrin Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Ich bin ein Grauwächter. Dieser Vertrag verpflichtet Orsamer dazu, mich zu unterstützen. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Logain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Yippie. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst eine Verräterin passieren? Eine Außenseiterin? Ich verlange da hat im Namen von König Logain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Du bist so eine Pussy. Na. Lauf zu eurem falschen König. Die Zwerge werden ihn heute nicht anhören. Kacknoob. Ja, ich? Ihr werdet noch von mir hören. König Logain wird euch vierteilen lassen. Naja, ich werde noch von dir hören. Ihr könnt Orsamer betreten, grauer Wächter. Obgleich ich nicht das weiß, ob ihr sehen. Dort Hilfe finden werdet. Hehe, immerhin habe ich einen von Logans Männern gedisst. Na. Mit den Lords der Versammlung. Atrastvala Wächter, es ist lange her, seit euer nobler Orden unsere Stadt besucht hat. Wenn sich über diese Leute irgendetwas Freundliches sagen lässt, dann der Umstand, dass sie wirklich heißt euch gut herzlich mit Stein willkommen. Und Fels umgehen können. Das ist wahre Schönheit, Tochter. Wenn du Branka nacheiferst, mögen die Ahnen Branka schützen. Wo immer sie ist. Branka. Sie kann wie Bronco. Pronto. Schinki, Pinki, Chaka. Ich würde gerne wissen, empfindet ihr Schmerzen nach einem Treffer im Kampf? Wo andere laut zetern und Blut spucken, ist das der Moment, wo Schmerzen auftreten? Vielleicht. Ihr habt einige schwere Schläge einstecken müssen. Spürt ihr dabei gar nichts? Wut, auch Zorn, bisweilen etwas Unsicherheit. Sind das Schmerzen? Ich bin mir nicht sicher. Unsicherheit würde ich es jedenfalls nicht nennen. Eher... Für mich ist es eher... Das klingt für mich nach Magenknurren. Ihr beiden habt voneinander Klatsche. Stechende. So etwa?
Nein, nichts in der Art. Nicht? Gut ja. zu wissen. Hallo? Seid ihr beiden völlig durchgeknallt? Euch so, also, ich werde es tun. Ich glaube, ich spinne. Ich habe nur Bekloppte in der Gruppe, ey. Nee. Schon gut. Ich höre mich nur so an, wenn ich mich mal wieder vor was ekle. So. Na? Was denn jetzt? Wir sind in Orsama. Mann. Ich hasse Orte unter der Erde. Doch kein Turtle. Die Versammlung bestimmt den König und ein König schlägt seinen Nachfolger vor. Das Blut spielt bei beidem keinerlei Rolle. Oder wie jetzt, wenn jemand die Versammlung für einen Staatsstreich missbraucht. Wer weiß schon, was mein Vater in seinen letzten Stunden gesagt hat, wo doch nur der Emporkömmling Harrowmont an seiner Seite war. Ich lasse euch in den Kerker werfen. Du hast dir zu viel vorgenommen. Ihr da, trennt die Deschis im Diamantenviertel. Ich lasse nicht zu, dass Belen einen Aufstand anzettelt. So redest du nicht über den Mann, der König werden sollte. What the fuck geht denn hier ab? Habt ihr völlig den Verstand verloren, alle miteinander? Oh mein Gott, das kommt davon, wenn man den ganzen Tag unter der Erde ist, ey. Immer diese Kellerkinder. Unglaublich. Ich dulde keine Kämpfe im Ständeviertel. Du lebst ja wieder. Gar nicht vor Außenseitern. Wenn ich... Viata, Oberflächlerin. Viagra? Ihr habt freien Zugang nicht, zum Ständeviertel, aber Vorsicht. Möchte oder nicht. Joa, schön für dich. Also... die Verderbnis naht und ich brauche Orsamas Unterstützung. Zwergen-Joe. Oh. Oberflächenprobleme. Wir haben keinen König, der euch anhört. Ihr könnt aber an den Streitereien der Versammlung im Diamantenviertel teilnehmen. Wenn ihr wollt. Ich bin der Einige Deshier-Lords streiten sich um Details. Belen, Harrowmont. Ja, macht das einen Unterschied. Keine Ahnung, ich kenne die beiden Beide nicht. Belen und Schinkenwurst sind die Typen, mit denen ich reden muss, okay? Sie haben sich aus Furcht voreinander eingeigelt. Die Ordnung unter den Arbeitern zu bewahren, ist schwierig, wie ihr gesehen habt. Ein Lord hat da nichts verloren. Belen lässt seinen Berater, Vortec Gavorn, vor der Versammlung für sich sprechen. Lord Harrowmont macht es über Dulin Forrender genauso. Ihr spracht von Paragons. Ernennen Oberflächler keine Paragons? Da verirrt ihr euch doch. Noch dazu bei all dem Himmel. Sie sind die Besten von uns. Lebende Ahnen. Wenn ihr unser Wächter sein wollt, müsst ihr uns auch kennen. Geht zum Bewahrer der Erinnerung in der Halle der Bewahrung. So wie Bewahrung von einem Bewahrer, dessen Bewahrung der Bewahrung ist. Ja, ich gehe dann mal. Tschüssikowski. Ja. Ja, solltet ihr. Ich bin der Pate und ihr werdet gleich getötet. Wow. Das ist also Orsama. Ist ja riesig. Ja, riesig. Doch, haut hin. Alistair, haut hin. Dort ist Lava. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Mit Belen und Shale. Was machst du da eigentlich für einen Scheiß? Bla, blibli. Näher auf. Ja. Habt ihr das gesehen? Ich kann kaum glauben, was aus dieser Stadt geworden ist. Zu Endrins Lebzeiten hätte es so etwas nicht gegeben. Mhm. Dieser Belen, den Sie erwähnten, ist das König Endrins Sohn? Hm? Ja. Welch schreckliche Bürde für einen Vater, wenn von drei Söhnen nur Belen übrig bleibt. Am Ende erkannte Andrin wohl, dass Belen einzig an der Macht interessiert war. Er ließ seinen Sohn vom Tod mit entfernen und erklärte Lord Harrowmont zu seinem Nachfolger. Oh, schön für dich. Worüber haben die Knallerbsen gestritten? Die Stadt ist zerrissen. König Andrin ist tot und die Versammlung kann sich nicht entscheiden, wer den Thron besteigen soll. Lord Harrowmont oder dieses Monster Belen. Warum bezeichnet ihr denn Belen als Monster? Jeder weiß, dass er seinen Bruder Trian getötet und die Schuld dem Lieblingssohn seines Vaters in die Schuhe geschoben hat.
Und viele fragen sich, ob Engine so gestorben ist, wie man uns erzählt hat. Oder ob Belen wieder seine Finger im Spiel Und wer seid hatte. Ihr? Helm. Ich bin Nerath Helmy, die dritte Tochter der zweiten Matrone des Hauses Helm. Ich bin Shirahime von Shira von Hime. Und ich bin nur Shirahime ohne Haus von Hime. You know what I mean? Ich bin Shirahime, ein grauer Wächter und ersuche hier um Unterstützung. Yep. Ein grauer Wächter? Das erklärt, warum ihr die Truhe passieren durfte. Das lag an meinem Charme und an meiner Faust, die ich ihm gezeigt habe. Okay. Wer hat die Autorität über die Verteidigung gegen eine Verderbnis zu befinden? Helm. Eine Verderbnis? Jetzt? Aber unsere Krieger bringen einander in den Straßen um. Es tut mir leid. Aber ich fürchte, ihr werdet in Orsama keine Unterstützung bekommen. Wenn ihr Lord Harrimons Hilfe möchtet, sprecht mit seinem Vertrauten und Berater, Julin Verinder. Er verschafft euch vermutlich eine Audienz. Sprecht mit Brutzel, Pruppel, die Blablabla und ihr werdet blablablu. Ich bin jedes Mal total geschockt. Nackfinger. Verzeiht, habt ihr... Nein, ich muss einkaufen. Seid gegrüßt und willkommen bei Carol Garrisons Geschäft für Luxusgüter. Wir haben... Wow, ihr seid aber viele. Und von denen habe ich noch nie einen gesehen, was es alles gibt. Dass ihr total bescheuert seid und... Geht es euch gut? Oh, ich hoffte, es würde euch nicht auffallen, wie den Mann. Ah, dann bin ich unhöflich. Vielleicht sind sie aber nur höflich. Es gab da vor ein paar Jahren einen kleinen Zwischenfall. Zu lange Kontakt mit purem Lyriumerz. Vielleicht eine schlechte Ader. Ich habe mich geschnitten und der Staub ging direkt ins Blut. Seitdem habe ich leichte Konzentrationsschwächen. Nur beim Schmieden nicht. Dann bin ich voll da. Die beste Arbeit, die ihr je gesehen habt. Nur zu, überzeugt euch selbst. Danke, das werde ich. Lass mal sehen, was du hast. Ciao. Oh, ein Spiegel. Haha, Morrigan. Kabusch. Oh, Entschuldigung. Scheiße, ich habe mein Headset nicht mehr schnell genug gemutet bekommen. So, das tut mir jetzt echt leid. Für all diejenigen, die kurz vor Ende des Parts noch eingeschlafen sind. So ein Kack. Aber unsere Zeit ist auch schon wieder um und nachdem ich euch jetzt hier vorgehatschiput habe, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.